Und dann will ich mich natürlich bei den Wichtigsten des heutigen Abends bedanken, neben den Leitmusikerinnen, bei allen Künstlerinnen, die hier ausstellen. Es ist sehr schön, so ein Vertrauen zu genießen, dass ich diese Arbeit bekommen kann und dieses Vertrauen, dass ich dann wirklich in meinem eigenen Kontext präsentieren darf. Das ist wunderbar. Noch was Zweites, ein Großteil der Künstlerinnen war auch hinter den Kulissen tätig, haben mitgeholfen, die Hängung zu übernehmen, haben mitgeholfen, Getränke zu besorgen und. Also so ein Ding wäre ohne unterhelfende Hände nicht möglich. Vielen Dank, bitte Applaus für die Künstlerinnen. Gut, ich bin schon über der Hälfte. Jetzt bedanke ich mich bei allen Kooperationspartnern. Das ist als erstes die Akademie der Bildenden Künste Wien, die das auch schon öfters gefördert hat, das Projekt. Dann die ÖH der Akademie der Bildenden Künste Wien, die Wien Kultur, der Verein Lust zur Förderung von Kunst, Lust und Genuss. Dann dem Roten Teppich für die Kunst, dessen Preisträger auch alle hier gezeigt werden. Der Showtime-Veranstaltungstechnik, deren Chef heute auch hier anwesend ist. Und dem Verein Stadtimpuls. So, und jetzt beginne ich abzulesen, damit es ganz wichtig war. Das kann man schon. Ich bedanke mich hier nochmal bei den Künstlerinnen in meinem Skript. Das finde ich aber okay. Vielen Dank. Und ich freue mich jetzt, dass ich das Wort an Andreas Spiegel übergeben darf, den Vizerektor der Akademie der Bildenden Kunst, auch ein treuer Begleiter der Sauna. Bitte, Andreas. Die Bühne ist für dich. Du bleibst umstehen, du bleibst darstellen. Ja, womit soll ich anfangen? Zuerst einmal danke an den Karl, dass er mich eingeladen hat. Aber wenigstens die Arbeit von Karl Kilian selber zu streifen. Man könnte sagen, so mit welcher Arbeit ist er denn vertreten? Das eine ist sozusagen das jährlich aufs Neue sozusagen angelegte Outfit. Das Exzeptionelle, diese kleidertechnische Devianz, nennen wir es mal so. Das andere ist, dass da jemand ist, wo ich denke, dass Begriffe des Kuratierens ein bisschen zu kurz greifen. Also dass es gerade nicht nur die Verfügbarkeit ginge, zu sagen, jetzt stelle ich eine Ausstellung zusammen, die diesem und jenem Thema gewidmet ist, sondern quasi eine Praxis an den Tag zu legen, die sich buchstäblich quasi immer zwischen den Milieus, Professionen und Genres bewegt. Also ist sowas in der Neurophysiologie eine Synapse. Also der Karl ist, glaube ich, kein Kurator, sondern ein bisschen so eine Synapse, der dann irgendwie entscheidet sozusagen, welche Message da durchgeht, welche nicht durchgeht. Und das, was er hier gemacht hat, das finde ich in dem Sinn sozusagen ganz spannend. Das eine sind mal die Arbeiten selber auswählen. Ich darf sagen, viele von den Künstlerinnen heute kenne ich erstens einmal die Künstlerinnen selber, aber viele Arbeiten, viel bin ich vertraut. Das, was sie jenseits ihrer Differenz gemeinsam haben, ist, dass sie alle auf einen Appell einer möglichen Identität oder einer in die Krise geratenen Identität pochen. Und zwar sozusagen aus produktiven Gründen, nicht um sie wieder zu erretten, sondern um sie einfach sozusagen als Krisenphänomen, als Identität, die in der Krise steckt, letztlich als Potenzial zu artikulieren. Zu sagen, der Appell gilt hier genau etwas, was sich nicht schließen lässt, sondern was man in der Tat versucht, an den Grenzen, an den Übergängen zwischen den Genres, an den Übergängen zwischen den Disziplinen, quasi als Zwischenexistenz selber Geltung zu machen. Und ich finde, dass Karl, und ich bitte euch, er hat das Licht erwähnt, einfach auch die Frage zu stellen, das eine sind Arbeiten, die da ausgestellt sind. Du hast dich sozusagen so locker auf die Petersburger Hängung berufen. Ich erlaube mir dazu sagen, es ist trotzdem was anderes, sieht vielleicht ähnlich aus, aber meint was anderes. Und das, was der Unterschied ist, nicht, dass jetzt die Wände vollgefüllt sind mit Arbeiten, sondern dass er in der Form der Beleuchtung versucht hat, so etwas wie Ensembles herzustellen. Also es gibt hier manche Lichtframes, die sich erlauben, über die je einzelne Arbeit quasi über deren Ränder hinweg zu gucken und Ensembles zu stiften.
Und mit dem Ensemble, das ist quasi so etwas wie eine Nachbarschaftlichkeit, eine Verwandtheit, ein Widerspruch, eine Nähe, wie auch immer, oder eine Distanz, die gerade ob der Nähe sozusagen erst produziert wird, hergestellt. Und ich finde, das, was es reizvoll macht, ist gleichermaßen den Blick auf die spezifische Arbeit, ob dieser Fragen, die da wirklich sozusagen als Horizont diesmal so gemeinsam sind. Also diese unterschiedlichen Soundprojekte haben wieder ganz unterschiedliche thematische Plots. Die müssen nicht unbedingt hochgefahren sein. Das muss ja das Headline drüberstehen, diesmal geht es um dies und jenes. Sondern es sind eher so subliminale Plots, die sich da abzeichnen. Und ich finde das, was hier sehr, sehr gut gelungen ist, tatsächlich, wie diese Ensembles ineinander greifen. Ensembles sozusagen, die man buchstäblich als Nähe sehen kann, die metaphorisch quasi als kulturelle Existenz gelesen werden können, aber auch als eine, die in der Tat appelliert auf einen ganz anderen Begriff von Gesellschaft, der mit dieser Homogenisierung, diesem Gefrierpunkt in irgendeiner Form entgehen mag. Und ich finde, das macht dieses Soundprojekt für mich so spannend. Ich habe natürlich auch Kritik daran. Was ich bis heute nicht verstanden habe, das muss ich auch sagen, ist diese Aufteilung in Frauen, dann kommen die Männer und dann kommt Mix. Das macht für mich bis heute überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Aber deshalb ist ja der Karl da und den können Sie mir fragen. Ich kann das nicht beantworten. Also ich wünsche euch heute viel Spaß bei der Arbeit. Congratulations allen, die da teilgenommen haben, für so eine wahnsinnig schöne Arbeit. Und auch bei dir, Karl, danke an allen Beteiligten hier im Team. Also schönen Abend euch.